Hallo, ich bin Ulrich. Künstliche Intelligenz wird zum neuen Interaktionspartner in Business-Systemen. Was bedeutet das für Coaching? Kann Coaching so bleiben, wie es ist? Schon fast eine rhetorische Frage. Nein, wir müssen uns bewegen als Coaches auf ein Next Level. Das ist ja auch das Kongressmotto. Wohlweislich. Wie sieht dieses Next Level aus? Nun, wenn wir in Digitalisierungsprojekten, wo es um Einführung von künstlicher Intelligenz geht, zum Beispiel als Recruiting-System, zum Beispiel im Supply Chain Management, zum Beispiel im Geschäftsprozessmanagement, also in der Evaluation und Optimierung von Geschäftsprozessen. Das alles ist KI unterstützt. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was bedeutet das denn für Coaching? Nun, die Komplexität im Business ist nun mal durch KI und entsprechende Digitalisierungsinitiativen deutlich gestiegen. Also müsste sich doch auch die Vielfalt, die Breite, die Interventionsmöglichkeiten und Notwendigkeiten im Coaching entsprechend verändern. Und genau das ist mein Thema. Wir haben in den Digitalisierungsprojekten, ich möchte zunächst einmal auf die Digitalisierungsprojekte eingehen, was sind da so erfahrungsgemäß die wesentlichen Spannungsfelder oder einige Spannungsfelder, und die liegen ganz vielfältigerweise zum einen natürlich in der Technik, denn der Forschungsstand weist in die eindeutige Richtung, dass künstliche Intelligenz am besten trainiert wird durch Menschen. Aber die Menschen haben auch den größten Widerstand, Ängste, Befürchtungen für die Einführung von künstlicher Intelligenz. Also das, was zum Projekterfolg führt, wird durch Ängste und Sorgen und auch das Thema Datensicherheit natürlich beeinflusst und beeinträchtigt, sodass dann, sage ich jetzt mal, eine KI gar nicht so gut sein kann, wie sie eigentlich sein könnte. Ein weiteres Spannungsfeld ist die Vielfalt der Systeme, die für einen Projektleiter oder Projektleiterin zu berücksichtigen sind. Das sind Beratungssysteme, das sind Unternehmenssysteme, das sind Spannungsfelder zwischen externen Implementierungspartner und interner Unternehmens-IT. Das sind Spannungsfelder zwischen unterschiedlichen Externen, die eingebunden werden müssen, den Vendor, den Implementierungspartner, den Bereitsteller des Systems und gegebenenfalls weitere externe Partner, die dann immer wieder auch in einem gruppendynamischen Prozess zusammengebracht werden müssen mit den Internen. Und was wir natürlich immer wieder haben, ist das Gesamte, was wir immer haben in Transformationsprozessen, Widerstände, manifest, latent, Ängste, Sorgen, Hoffnungen und Inspiration. So möchte ich euch also mit diesem kleinen Inspiration Slam ein paar Ideen, ein paar Leitplanken mitgeben. Wie kann denn Coaching in komplexen Digitalisierungsprojekten, beispielsweise bei der Einführung von künstlicher Intelligenz, wie kann das denn stattfinden? Ich beschränke mich jetzt hier auf Projektleitungsrollen oder Teilprojektleitungsrollen, weil wir sonst natürlich mit dem Zeitbudget überhaupt nicht hinkämen. Da sind viele, viele dicke Bücher drüber geschrieben worden und werden noch geschrieben, aber wenn wir uns jetzt mal fokussieren auf das Spannungsfeld, in dem der Projektleiter oder die Projektleiterin steht, dann schlage ich euch vor, einen vierstufigen Coaching-Prozess zu machen. Wobei ich gleich sagen möchte, vier Stufen bedeutet nicht eine Rangfolge oder Reihenfolge. Wenn die Stufe 1 fertig ist, dann fangen wir mit der Stufe 2 an. Das Entscheidende ist die Vor- und Rücksprünge zwischen diesen Stufen. Immer wieder zurückzukoppeln, zu sagen, müssen wir vielleicht noch mal ganz von vorne anfangen. Und das ist okay in einem
solchen komplexen Coaching. Ich habe das Bild immer einer Wendeltreppe vor Augen. Ja? Wir fangen unten an und durch die Interventionsschritte, aber auch mit dem Feedback, bewegen wir uns nach oben. Es kann aber auch sein, dass wir uns wieder ein Stück nach unten bewegen. Und durch Reflexion, durch Lernen, ich werde euch auch noch erzählen, welche Lernebenen da relevant sind, bewegen wir uns wieder nach oben. So, was sind die vier Schritte, die ich vorschlage für das Coaching in digitalen Transformationsprojekten? Zuerst, und das ist vielleicht ein bisschen überraschend, Stärkung der Selbstwirksamkeit des Projektleiters. Zweitens, die Entwicklung des Projektsystems. Drittens, den Prozess, um Ergebnisse zu erzielen. Und viertens, die Wendeltreppe, das Lernen sicherstellen. Lass mich auf die einzelnen Schritte nochmal eingehen. Schritt 1 ist die Stärkung der Selbstwirksamkeit. Und da verwende ich in den Coachings, halte ich mich sehr stark an das gestaltorientierte Arbeiten nach Fritz Perls und anderen. Wir sind da in einem sehr stark assoziierten Prozess. Das heißt also, wir arbeiten im Hier und Jetzt des Projektleiters in der Einheit von Körper, Geist und Handeln. Und deshalb setze ich das gestaltorientierte Arbeiten ein, weil ich von diesem Experimentieren im sicheren Raum des Coachings sehr überzeugt bin und gute Erfahrungen damit gemacht habe. Also lasst uns im Coaching einen sicheren Raum aufbauen, das müssen wir in jedem Coaching machen, Stichwort Wirkfaktor Beziehungsebene. Und lasst uns den Projektleiter dazu animieren, dass er mit sich experimentiert und natürlich auch mit dem Coach experimentiert über Verhaltensalternativen, Verhaltensmöglichkeiten, über Umgang im Projekt, über die Art und Weise und das Gefühl auch, wie ist denn der Projektleiter selber motiviert und engagiert für das Projekt. Häufig wird man da ja so reingestellt. Ja? Da gibt es irgendwie einen CEO, der sagt, Otto, mach du doch die Projektleitung. Und da fühlt man sich natürlich dann gebauchpinselt, um es mal so auszudrücken. Und das eben im ersten Coaching-Schritt zu hinterfragen, zu stärken, was ist es, was dich in dieses Projekt zieht, was sind aber auch deine Befürchtungen und Sorgen, das eben im sicheren Raum deutlich zu machen. So, und dann ist man quasi auf den Sprung in die nächste Phase, wo es um das System geht. Und ich hatte die verschiedenen Systemelemente, die es in diesem komplexen Digitalisierungsprojekten gibt, bereits angesprochen. Und nun geht es im systemischen Coaching darum, dass wir dem Klienten helfen, dass er oder sie im Projekt die KI in das System als neues Subsystem integrieren kann. Das bedeutet, da muss man den Menschen auch helfen zu sagen, was ist denn künstliche Intelligenz und wie verändert sich denn die Interaktion jetzt ganz konkret, indem eine künstliche Intelligenz Vorschläge macht, indem man damit sprechen kann, Stichwort Chatbots. Ja? So, und plötzlich unterhalte ich mich quasi mit ganz anderen Menschen in Anführungszeichen und das gilt es wertschöpfend in das Unternehmenssystem zu integrieren. Und da sind beispielsweise dann auch solche Dinge notwendig wie Stakeholder-Management, wo es darum geht, wie binde ich denn unterschiedliche Stakeholder gut in das Projekt ein. Genau. Und in der dritten Ebene geht es dann letztendlich natürlich um das ganze Thema Ergebnisse erzielen. Das heißt, wie gestalten wir den Coaching-Prozess, damit es dem Klienten möglich wird, Ergebnisse zu erreichen? Und im vierten Schritt das Sicherstellen des Lernens. Da halte ich mich an die Lernebenen von dem Gregory Bateson, die grob danach gehen, was ist eine Reaktion auf einen Vorfall? Zweite Stufe, wie kann ich
Irrtümer in dieser Reaktion korrigieren und dritte Stufe, Erweiterung der Möglichkeiten. Das vielleicht als schneller Überblick. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, Fragen, Diskussion. Lasst uns das Thema gemeinsam weitertreiben. Das war